jetzt am Wort ist Gerhard Kanyak von den Freiheitlichen. Ja. Aber Geld ist Anerkennung und Geld sollte auch reichen, dass man seine Lebensunterhaltskosten bestreiten kann. Und so wie wir es im zivilen Bereich haben, dass eine Mindestsicherung vorgesehen ist für jene Menschen, die kein ausreichendes Einkommen haben, genauso hätten wir von der FPÖ es uns auch für die Grundverdiener gewünscht. Auch wenn man die Unterbringungs- und Verpflegungskosten mit einrechnet, kommt man dort mit dem jetzigen Beschluss leider noch nicht hin, Frau Ministerin. Aber ich nehme es einmal als ersten Schritt mit. Die Steigerung ist besser als nichts. Aber in Anbetracht des neuen Budgets und des neuen Budgetpfades für das österreichische Bundesheer, wo es ja einen Allparteienkonsens gibt, dass wir hier in Richtung echter 1% des Bruttoinlandsprodukts kommen sollen, im Rahmen dieser Budgeterhöhung sollten auch die Grundverdiener tatsächlich auf das echte Niveau der Mindestsicherung herangeführt werden. Und was wir natürlich auch brauchen, und das hat der Kollege Stückmüller auch richtigerweise gesagt, es geht nicht nur ums Geld, sondern es geht auch um eine Attraktivierung des Grundwehrdienstes. Und da gehört eine abwechslungsreiche und vor allem vollständig umfassende Ausbildung, eine militärische Ausbildung auch dazu. Und da war es leider Gottes ein Kardinalfehler, auch aus der Sicht der Milizaufgaben und der Milizgewinnung im österreichischen Bundesheer, dass die Grundwehrdienstzeit auf 6 Monate verkürzt worden sind. Dadurch ist ein viel zu großer Anteil an Systemerhaltern in unserem System. Zu viele zum Grundwehrdienst Einberufene bekommen gar nicht die notwendige militärische Ausbildung. Und auch das Potenzial, was dann für die Miliz zu rekrutieren ist oder auch für eine weitere Laufbahn als Unteroffizier, ist dadurch zu gering. Und auch hier sehe ich sehr großen Handlungsbedarf und ich hoffe, dass Sie das auch schon auf Ihrer Agenda aufgenommen haben. Mein Fraktionskollege, der neue Obmann des Landesverteidigungsausschusses, Reifenberger hat das auch schon angemerkt. Wir haben aber nicht nur bei den Grundwehrdienern, sondern auch beim restlichen Kader ein Problem mit dem Entgelt. Wir brauchen auch dort Gehaltserhöhungen und wir brauchen vor allem bei den Fachexperten, bei den Technikern, aber auch bei den Professionen, bei den richtigen Experten im österreichischen Bundesheer eine Gehaltserhöhung. Denn dort haben wir in den vergangenen Jahren einen derartig großen Kompetenzverlust gehabt. Und das hat sich bei jedem Besuch, den ich mit der Parlamentarischen Bundesheerkommission bei der Truppe gemacht habe, herausgestellt. Eine Pensionierungswelle bei den Fachkräften, bei den Technikern, im Bereich der Luftraumüberwachung, bei den Piloten, egal wo Sie hinschauen, im Heeressanitätswesen, überall dort sind sehr viele sehr versierte Kräfte in Pension gegangen und es kommt fast nichts Junges nach. Und wir laufen Gefahr, dass wir hier die Auftragsfähigkeit innerhalb unseres eigenen Systems verlieren, Frau Ministerin. Ich weiß, Sie kennen das Problem, es ist Ihnen sicherlich auf allen Ebenen und von allen Einheiten herangetragen worden, aber es besteht im dringlichsten Handlungsbedarf und hier müssen die finanziellen Mittel aus meiner Sicht prioritär eingesetzt werden, sogar noch vorrangig vor den Materialbeschaffungen. Denn wenn wir keine Truppe mehr haben, die mit Material umgehen können, dann können wir mit dem Material in der Truppe auch nichts mehr anfangen. Und einen letzten Punkt möchte ich auch noch anmerken, nämlich auch was die Verwendung der Truppe anbelangt. Und ein paar meiner Vorredner haben das auch schon angemerkt. Das, was in den letzten 2 Jahren mit dem österreichischen Bundesheer passiert ist, was zu welchen Assistenzeinsätze Kader und Miliz hier herangezogen worden sind, das ist nicht die Aufgabe des österreichischen Bundesheers. Da wurde aus meiner Sicht ein Missbrauch mit diesen Kräften betrieben, auf Kosten der Ausbildungszeit, auf Kosten der militärischen Ausbildung und großteils auch nicht zur Zufriedenheit der Truppe, sondern wenn man dann an der österreichischen deutschen Grenze steht und 3G-Nachweise kontrollieren muss, dann kann das nicht die Aufgabe eines Grundwehrdieners oder eines Milizsoldaten sein. Das war eindeutig eine Fehlverwendung der Truppe, was auch mit zur schlechten Stimmung beigetragen hat, die sich da in den letzten Jahren ein bisschen aufgebaut hat. Jetzt haben wir die große Chance, eine Trendwende einzuleiten. Jetzt ist das breite politische Bekenntnis endlich da. Leider Gottes hat es einen militärischen Konflikt in der Ukraine bedarf, dass diese Erkenntnis flächendeckend da ist. Machen wir das Beste daraus. Wir Freiheitliche werden nach bestem Wissen und Gewissen daran mitwirken. Gerhard Kanyak von den Freiheitlichen fordert nicht nur für die Grundverdiener, sondern auch für die Berufssoldatinnen und Soldaten beim Bundesheer eine Gehaltserhöhung.